Willkommen bei Schulfahrt.de. Klasse reisen. Das Königreich Belgien wird Sie mit seinen prächtigen Städten, der maritimen Geschichte und faszinierenden Museen sowie einzigartigen Gebäuden überraschen. Aber auch kilometerlange Strände erwarten Sie in diesem erstaunlich vielseitigen Land. Ihr erstes Reiseziel ist Brügge, eine Stadt, welche zur Zeit der Kreuzzüge ihre Blütezeit hatte und deren Wohlstand noch heute ersichtlich ist. Hier werden Sie die wunderschöne, mit Grachten durchzogene Altstadt zu Fuß und während einer Bootsfahrt erkunden können. Sie werden die 366 Stufen des berühmten Belfried besteigen können und sich danach eine wohlverdiente Ruhepause auf dem davorliegenden Markt gönnen wollen. Das prächtige Rathaus gilt als eines der ältesten und schönsten Rathäuser Flanderns. Lassen Sie sich vom süßen Geschmack der belgischen Schokolade verführen und beobachten Sie die Herstellung dieser berühmten Leckereien. Eine weitere geschichtsträchtige Stadt mit herrlichen Grachten und der einzigartigen Wasserburg ist Gent. Bei einer Grachtenfahrt werden Sie viele kuriose Geschichten hören. Klassen, die sich für maritime Geschichte interessieren, erwartet eine spannende Reise durch den maritimen Themenpark Seafront in Zeebrücke. Hier wird Sie vor allem das russische U-Boot begeistern. Bei einem Gang durch das 100 Meter lange Unterseeboot werden Sie selbst erfahren, wie man in einem U-Boot lebt und arbeitet. Antwerpen ist für den Maler Rubens und die Diamanten bekannt. Begegnen Sie dem berühmten flämischen Maler in seiner ehemaligen Wohn- und Werkstatt, dem Rubenshaus. Diamanten werden Sie im Diamantenmuseum finden. Und gleich nebenan steht das Seefahrtmuseum. Hier können Sie die Geschichte der Seefahrt anhand von anschaulichen Ausstellungsobjekten mitverfolgen. Wenn es Sie selbst auf das Wasser zieht, dann sollten Sie sich eine erlebnisreiche Hafenrundfahrt nicht entgehen lassen. Bei einer Reise nach Belgien darf natürlich ein Besuch der Hauptstadt Brüssel nicht fehlen. Schlendern Sie durch die Altstadt und über den Grote Markt mit dem spätgotischen Rathaus. Besuchen Sie den urinierenden Knaben, den Mannequin Piece, eines der Wahrzeichen Brüssels. Ein weiteres Wahrzeichen der Stadt ist das Atomium, welches 1958 als Symbol der friedlichen Nutzung der Atomenergie errichtet wurde. Gehen Sie auf eine einzigartige Erlebnisreise durch das Innere dieses spektakulären Gebäudes. Gleich nebenan finden Sie den Mini-Europa-Park. Machen Sie einen Abstecher nach London, Paris und Amsterdam innerhalb von nur wenigen Minuten. Im Regierungsviertel werden Sie in einer Führung durch das moderne europäische Parlamentsgebäude teilnehmen und mehr über die Rolle des Europäischen Parlaments erfahren. Abschließend werden Sie sogar den Plenarsaal besichtigen können. Lassen auch Sie sich vom maritimen Belgien überraschen.